Auf der Kreisstraße zwischen Affalderbach und Kirchberg an der Murr ist am Freitag, dem 2. August 2019, ein Pkw mit einem Müllfahrzeug zusammengestoßen. Eine 36-Jährige und ihre 10-jährige Tochter wurden bei dem Unfall verletzt. Die 43 Jahre alte Fahrerin eines Müllfahrzeugs war gegen 14 Uhr nach Kirchberg unterwegs und wollte nach links zu einem Aussiedlerhof abbiegen. Eine 36-Jährige war mit ihrem BMW in die gleiche Richtung unterwegs und laut Zeugenaussagen hat diese bereits mehrere Fahrzeuge überholt, als sie auf das abbiegende Müllfahrzeug traf. Die Polizei geht von überhöhter Geschwindigkeit aus. Beim Zusammenprall mit dem Müllfahrzeug überschlug sich der BMW und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihr 10-jähriges Kind mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Müllfahrzeugs und ihr Beifahrer blieben unverletzt. An der Unfallstelle waren 4 Streifenbesatzungen, 2 Rettungswagen, 2 Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber und 23 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Affalderbach und Erdmannhausen im Einsatz. Thank you.